8 Euro habe ich gerade für dieses Rinder-Entrecote bezahlt. Da hat das Geld dann leider nicht mehr für einen teuren Grill gereicht. Deshalb jetzt hier die 20 Euro Sparvariante. Und genau da liegt heute auch die Herausforderung. Wie grille ich ein edles Steak auf so einem billigen Grill richtig schön saftig? Die optimalen Ausgangsbedingungen haben wir schon mal geschaffen. Den Grill mit einiger Mühe aufgebaut. Hier eine Glut entfacht und die ist mittlerweile auch schon schön weiß geworden. Im Optimalfall sollte die eine Temperatur zwischen 230 und 290 Grad haben. Für ein richtig saftiges Steak nimmt man am besten ein Stück Fleisch, das schön von Fett marmoriert ist, wie zum Beispiel dieses Rinder-Entrecote. Wenn man ein Hüftsteak oder ein Filet brät, dann läuft man Gefahr, dass es relativ schnell trocken wird. Das passiert einem bei so einem Stück Fleisch nicht ganz so schnell. Außerdem wichtig, das Fleisch sollte vor dem Grillen Raumtemperatur angenommen haben, denn dann muss es nicht so lange auf dem Grill bleiben und wird dementsprechend noch saftiger. Legen wir also los. Als ersten Schritt setzt man den Rost relativ weit nach unten, möglichst nah an die Glut und legt dann das Fleisch ziemlich zentral über die heißeste Stelle und brät es von beiden Seiten etwa 30 Sekunden richtig scharf an. Nach dem scharfen Anbraten von beiden Seiten wird der Rost ein Stückchen höher gesetzt, das Fleisch auf die Seite gelegt. Dort gart es dann bei indirekter Hitze, die ein bisschen schwächer ist, in aller Ruhe zu Ende. Ein Steak wie das hier mit einer Dicke von etwa 2 cm muss jetzt von beiden Seiten noch etwa 2 Minuten gegrillt werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, wendet aber den Daumentrick an. Und der funktioniert folgendermaßen. Man nutzt den Daumenballen quasi als Referenzpunkt für das Fleisch. Wenn man den Daumen mit dem kleinen Finger zusammenführt und dann hier fühlt, dann fühlt sich das an wie ein Stück Fleisch, das durchgebraten ist. Daumen und Ringfinger zusammen ergeben ein Gefühl wie ein Stück Fleisch, das innen noch ein bisschen rosa ist. Daumen und Mittelfinger wie ein medium gegartes Steak. Und Daumen und Zeigefinger fühlen sich an wie ein Stück Fleisch, das innen noch roh ist. Wenn man mit dem Daumentest erkannt hat, dass der Gargrad des Fleisches optimal ist, nimmt man es natürlich sofort vom Grill und legt es in eine Alufolie hinein, wickelt das Ganze zusammen. Hier drin muss das Fleisch jetzt noch etwa 2 bis 3 Minuten ruhen. Das hat den einfachen Grund, dass sich so die Fleischsäfte im Inneren noch besser verteilen. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Wir öffnen die Wunderpackung hier. Und schneiden dieses schöne Stück Fleisch auf. Gewürzt wird, wie immer bei Fleisch, erst ganz am Ende. Und damit wäre der Beweis vollbracht, auch auf einem billigen Grill kann man ein teures Stück Fleisch richtig edel zubereiten.